Hallo, heute teste ich die Tefal Actifry 2 in 1 und wir machen darin selbstgemachte Pommes. Dazu habe ich hier Kartoffeln, da suche ich mir jetzt erstmal die größeren Kartoffeln raus, mit denen klappt das nämlich am besten. Dann schäle ich die Kartoffeln, nachdem ich sie auch immer kurz gewaschen hatte. Im nächsten Schritt schneide ich mir dann die Pommes zurecht und ich schneide die nicht zu dünn, sondern will eher ein bisschen dickere Pommes bekommen. Und kleinere Reste sortiere ich lieber aus, weil ich keine angebrannten Pommes herausbekommen will. Hier seht ihr auf jeden Fall, dass sich das recht leicht schneiden lässt. Im nächsten Schritt wasche ich diese geschnittenen Kartoffelstreifen. Das ist nötig dazu, dass die Stärke, die freigesetzt wurde durch das Schneiden, dass die abgewaschen wird, denn sonst würden die Pommes sehr matschig werden. Nachdem sie gut gewaschen sind, werden sie auch abgetrocknet. Ich nehme hier einfach so ein ganz normales Geschirrtuch, den ich sie so lege und so ein bisschen abtupfe. Und dann können wir sie auch schon in die Actifry reinfüllen. Und ich kann nur sagen, je trockener sie geworden sind, desto besser wird das dann auch. Dann füllen wir einen Löffel Öl in die Actifry rein. Ich habe hier Sonnenblumenöl genommen. Und dieser grüne Löffel, der ist bei der Actifry dabei. Und dann schließen wir die Actifry und wählen die Zeit aus, die sie dann durchlaufen soll. Und ich hatte hier jetzt 45 Minuten ausgewählt, allerdings reichen 40 Minuten allemal. Dann beginnt die Actifry mit dem, in Anführungszeichen, Frittieren. Wir sehen, hier ist ein Rührarm unten drin, der die Pommes einfach immer weiter schiebt und hinten kommen sie dann vorbei an dem Teil, wo mit sehr heißer Luft diese Pommes angeföhnt werden. Und dieses Rühren sorgt dann einfach dafür, dass es gleichmäßig geschieht, dass alle Pommes was abbekommen und dass auch das Öl, das beigegeben wurde, dass das vermischt wird. Ich finde auf jeden Fall, dass diese Actifry relativ laut ist. Dieses Geräusch ist doch schon echt wie ein richtig lauter Staubsauger. Parallel dazu habe ich ein Rindersteak, was ich aktuell noch gefroren habe. Und ich möchte mal testen, ob der Opti-Grill auch mit der Auftaufunktion dann gutes Ergebnis abliefern kann. Dazu starte ich den Opti-Grill, wähle die Auftaufunktion aus in den Steak-Modus und klicke auf OK. Und damit heizt der Opti-Grill den Steak-Modus mit Auftaufunktion vor. Hier sehen wir nochmal, wie es in der Actifry momentan aussieht. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Das ist ein guter Weg, den die Actifry da macht. So, auch der Opti-Grill ist nun vorgeheizt in der Auftaufunktion Steak-Modus. Dann legen wir das gefrorene Steak drauf und der Opti-Grill zieht auch hier sein Programm nun durch. Und dann nehmen wir bei Orange, bei Medium nehmen wir das Steak raus. Was ich allerdings jetzt feststelle, es klebt etwas an den Grillplatten dran, das Steak. Und ich finde auch, dass es nicht ganz so gut riecht.
Ich hoffe, das liegt jetzt nicht daran, dass das Steak nicht mehr gut war. Hier sehen wir in der Active Fry, wie es weiterhin aussieht. 6 Minuten laufen noch. Allerdings nehme ich das schon früher raus, weil ich ja gesagt hatte, 45 Minuten ist zu viel. Dann hatten wir es jetzt hier 39 Minuten drin. Und dann sieht das doch schon sehr kross alles aus. So gefällt mir das. Viel länger sollte man es nicht drin lassen, da verbrennt es nur noch und das ist nicht so gesund. Ganz praktisch ist, man schüttet einfach die Pommes hier aus dieser Form raus, kann das wieder zurückstellen und das lässt sich auch super einfach reinigen, im Gegensatz zu einer Fritteuse, wo man immer das Fett danach noch hat, das entsorgen muss. Dann würze ich diese Pommes noch, schüttel das durch und serviere das zusammen mit dem Steak. Dann habe ich noch eine Soße dazu gemacht. Das ist eine Mischung aus Mayo, aus Senf und aus Honig. Dann wird das Steak noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Und fertig ist unser Abendessen. Pommes aus der Active Fry selbst gemacht mit einem Steak im Opti-Grill. Allerdings empfehle ich euch nicht, diesen Auftaufunktion im Steak-Modus zu nutzen. Das schmeckt wirklich nicht so gut. Das ist viel besser, wenn man das Steak richtig auftauen lässt. Am besten auch aus dem Kühlschrank vorher rausnehmen, eine halbe bis eine Stunde vorher, um dann einfach das Steak nicht zu sehr diesem Temperaturschock auszusetzen. Doch zu den Pommes aus der Active Fry kann ich sagen, die waren sehr, sehr lecker, sehr knusprig. Das hat mir sehr gut gefallen und ich finde auch, dass es deutliche Vorzüge hat gegenüber einer richtigen Fritteuse. Ich habe einfach nicht diese Sauerei danach. Ich habe nicht eine komplette durchfrittierte Küche, nicht das Fett überall. Und es ist, denke ich, auch gesünder, so wie das hier zubereitet ist, mit viel, viel weniger Öl. Allerdings, was mich sehr, sehr stört, ist dann auch, dass es so laut ist und auch so lang dauert. Wenn man sich überlegt, 45 Minuten muss dieses Ding laufen, oder hier 40 Minuten waren es. Das ist schon ganz schön lange und ich will nicht wissen, was das für ein Strom frisst. Aber da man eh nicht so oft jetzt eine Fritteuse benutzt, denke ich, dass das nicht so ins Gewicht fällt. Was meine Frau eher stört, ist, dass dieses Gerät relativ groß ist, dass es Platz wegnimmt und dass es durch die Größe auch nicht so einfach zu verstauen ist. Vielleicht werden wir dieses Gerät ja noch öfter benutzen, vielleicht kriegt es einen festen Platz in der Küche. Mal sehen, vielleicht werde ich auch noch weitere Videos machen mit der Active Fry, werde verschiedene Sachen darin testen. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge dazu und könnt auch Empfehlungen aussprechen, was man gut in der Active Fry macht. Da freue ich mich über Kommentare. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir hören voneinander. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr vielleicht noch ein weiteres Video anschaut. Viel Spaß dabei!